Boss, ich glaube gerade ist die richtige. Nee, wir rufen, der nächste Boss, den wir rufen, ist Fischron. So, jetzt sind wir erstmal wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss immer die gleichen Fragen beantworten. Immer wieder die gleichen Fragen muss ich beantworten. Immer wieder die Frage, bekämpfen wir meinen Boss, 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 bekämpfen wir meinen Boss. Immer die gleiche Frage, immer die gleiche Frage. Aber ich möchte jetzt gerne, dass wir endlich mal diesen doofen Trüffelwurm finden. Und ich möchte mal gucken, wie es im Verlies von Golem aussieht. Im Verlies von Golem? Kannst du? Wo ist das denn? Kannst du mir mal den Weg weisen? Hier ist eine Schnecke. Und ich habe keinen Platz im Inventar. Ist kein Wunder, dass ich den Wurm nicht finde, weil ich keinen Platz im Inventar habe, ey. Warte, ich will mal ein bisschen Platz machen. Das weg. Das Black weg. Ach komm, hier. Das Genug brauchen wir auch erstmal nicht. Das kann auch weg. Du kannst mich mal beschützen. Ja, ich bräuchte auch gerade Hilfe. Ich habe den Roboterhut gefunden. Ich muss unbedingt diesen Wurm finden, weil ich will gegen den Fischron antreten. Also wir müssen natürlich auch noch gegen den Kürbismund antreten. Wir müssen gegen den Kürbis... Der Kürbiskönig, der wirft tatsächlich nämlich eine interessante Waffe ab, wie ich habe mir erklären lassen in den Kommentaren. Und auch gegen den Frostmund müssen wir weiterkämpfen, weil auch der Frostmund eine sehr interessante Sache abwirft, die wir brauchen. Wir haben ja die Mana-Blume gebaut und nun hat der wohl eine Möglichkeit, er wirft wohl eine Waffe ab, mit der wir uns heilen, wenn wir dem Gegner Schaden hinzufügen. Also das ist durchaus so, dass wir vieles noch machen müssen, was wir noch nicht gemacht haben. Aber mit den Vampirmessern soll man ganz gut gegen Fischron gewinnen können. Mann, wieso kannst du mich nie beschützen? Wo bist du denn? Du bist runtergekommen, hier in den Dschungel, was also mein Dschungel gewesen ist, Mann, um mich zu beschützen. Das war doch das Ziel. So, und dann? Und du beschützt mich mal, ich bin fast tot. Dann musst du die Vampir. Ach, du hast doch die Vampirmesser schon in der Hand. Wieso bist du denn? Trink doch mal einen Schluck. Ich kann nicht. Oh, dann beschütze ich dich eben mal kurz. Warte, bleib da stehen. So. Bleib da stehen. Genau, alles ist gut. Alles ist gut. Ich mache die jetzt hier platt. Bis ich einen Heiltrank trinken kann. So lange kannst du mich mal beschützen. Da liegen Skelette. Na, du bist doch ganz gut dabei, wenn du jetzt... Jetzt ist schon viel besser. So ist schon viel besser, ne? Mit den Vampirmessern geht's ja. Jetzt ist hier schon die nächste grüne blöde Pflanze hier. So. Hast du mir mal hier ist ein. Guck mal, da ist ein rotes Herz, kannst du dir holen. Da kommt ein Skelett. Nicht. Skelette heilen dich, glaube ich, nicht. Da nützen dir die Vampirmesser nicht. Hier unten muss ich noch. Das muss ich noch färben hier. Jetzt habe ich dummerweise keine Munition mehr. Kannst du mich mal zum Tempel von Golem führen? Ich weiß nicht, da musst du, glaube ich, hier lang gehen. Einfach in die Richtung. Du gehst da lang und ich bleibe hier und gehe mal hier noch mal ein bisschen durch. Ich denke, das ist tatsächlich der richtige Weg. Ist das der richtige Weg, ja? Nee, aber ich habe ein kleines... Oh, ich habe aber somit zwar das Auto von Solo rufen können. Brauchen wir aber nicht. Ich sollte immer auf Heilung achten. Das Problem ist, dass ich... nur auf diesen Pilz im Moment achte hier. Nur auf diesen verfärbten Dschungel. Ich muss nochmal nach Hause gehen und noch mehr Farbe holen. Dann lass uns doch mal beide nach Hause gehen. Zum Verlies brauche ich nicht mehr gehen. Ich bin hier. Ich meine, du hast ja, was willst du auch beim Verlies? Es gibt ja nichts mehr zu holen da für dich. Beim Golem-Verlies. Was willst du denn da? Guck, wie es aussieht. Guck, wie es aussieht. Den Weg. Also, und wir brauchen auch noch mehr, wir brauchen auch noch den Paladin-Hammer. Wir haben noch einiges vor uns. Die Schnecke habe ich vorhin eingesammelt. Und dann lass uns doch mal hochspiegeln. Erst wenn ich den Wurm habe. Wenn ich der den ist hier. Nicht. Wenn ich hier 4 Stunden nach dem Wurm suche. 4 Stunden? Ja. Ich spiegel nicht mal hoch. Mach das. Schon? Mach das. Spiegel dich hoch. Ich hol den Wurm. Ich hol den Wurm.
Sieht aus wie ein normaler Wurm, habe ich gehört. Beziehungsweise habe ich gelesen. Bei uns sind alle. Ich höre ja so seltsame Geräusche. Das sind diese Skelette hier. Die. Alter, doof. Hier ist Wasser. Da, wo Wasser ist, soll das ganz gut sein. Hoppala. Ist er auch nicht dabei. Was habe ich denn falsch gemacht schon wieder? Wir können natürlich auch eine andere Welt nehmen und da mal einfach die komplette Welt umfärben. Was hältst du von der Idee? Umfärben. Das ist doch eine Idee. Das machen wir. Wir gehen in eine andere Welt. Da färben wir einfach alles um. Nicht nur den Dschungel. Scheiß auf Dschungel. Da machen wir einfach alles zu einem Pilzbiom. Eine riesen Pilzwelt. Und dann laufen wir da oben vielleicht lang. Was hältst du von der Idee? Mhm. Lass uns probieren. Dann komme ich jetzt nach oben. Also hier, da ist ein Wurm gewesen. Jetzt bin ich drauf vorbeigerannt. Nicht. Dies Hängen hier nervt mich. Was ist denn hier los? Das kann nicht sein. Hier oben liegt doch was. Nö. Also, ich check's nicht. Warum das Tablet hier in der Zeit so eine Schwierigkeit macht. Also jetzt hoch zum Pilz und dann kaufen wir. Oh, jetzt ist es mir aus der Hand gefallen. So, ich gehe hoch zum Pilz. Warte, pass auf. Bei Terraria hat das lange keine Spacken gemacht. Ich sehe, was immer los ist. Du kannst doch auch von der Arena aus vor die Pilze fliegen. Nee, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber. Ich bin viel schneller hier als du. Ich kaufe mal ordentlich Silber, ordentlich Pilz ein jetzt hier. Wir machen jetzt eine komplette Welt zu einer riesen Pilzwelt. Dann wird ordentlich gekurft. Gold haben wir doch in Massen, alles kein Problem. Wir erzeugen jetzt eine riesengroße Pilzwelt. Entschuldige mal. Ja, entschuldige mal, was denn? Bei dir, du kannst immer nur bei allen reinschauen und ich kann das nicht. Ja, das ist komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, weiß ich auch nicht. Dass du immer reingucken kannst, wo ich reingucke, aber ich kann es nicht. Weil du wie viele kaufen kannst. Wahrscheinlich 100.000. Das sollte reichen, zu langsam. Versprüht leuchtende Pilze. Jetzt pass mal auf. Da ist hier drüben eine springt. Wie viel hast du denn? Pass auf, zeige ich dir gleich. Jetzt kommst du mal mit. Wir gehen jetzt zum Hauptmenü zurück. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir in eine neue Welt. Und zwar. Ich überlege gerade. Hier, wir waren hier, da haben wir doch die Graslinge gesucht. Ich weiß gar nicht so richtig, warum wir da drin waren. Graslinge holen. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Jetzt kommst du rein. Bist schon da? Hm. Warum hast du die Harfe in der Hand? Na. Ey! Gibst du mir auch das? Oh, aha. Kannst du mir das Ding auch geben? Dann gebe ich dir die Harfe. Ach, das hier geht das ja gar nicht. Das ist ja interessant. Wo geht's denn ganz genau? Schauen wir nochmal unten und gehen wir hier rein. Oh. Jetzt ist natürlich interessant. Das geht ja gar nicht. Ich dachte. Könnt ihr an der Oberfläche rumsprühen? Papa, geht alles nicht. Das, dann gebe ich dir die Haare. Nein, weil ich sie brauche. Das ist doch zum Umsprühen. Ey, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Hast du es nicht verstanden? Er versteht es nicht. Papa, hilfst du mir mal bitte? Ich kann dir gar nicht helfen, weil ich hier selbst beschäftigt bin. Mensch. Wir müssen hier runter irgendwie in den Dschungel. Oh, was ist denn los? Du hast Flügel, du hast ein fliegendes Vampirmesser. Dann nimm deine Spitzhacke und grab dich aus. Kann ich ja nicht mehr, weil über mir stand ein Baum und den habe ich mit dem Bohrer weggebaut. Da liegt hier noch ein Klett. Was ist denn das gewesen? Eine Herzhöhle da oben draußen. An der Oberfläche ist eine Herzhöhle. Auch nicht schlecht. Hier bin ich jetzt im Eis unten drin. Och. Hier kann ich natürlich auch nicht rumspiegeln. Falls dir auffällt, wenn man nachts bald verliert ist, steht da eine wilde Kraft beobachtet dich. Und dann wirklich? Ja, und dann aber das Auge von Schule. Und dann kannst du es merken, wo du noch den Skeletor dazu, dann. So, jetzt gehe ich mal nach links. Jetzt gucken wir, ob wir hier irgendwo den Dschungel finden, den wir. Also. Das gibt's nicht. Es ist Nacht. Hast du zufällig was hier am Boss dabei? Ach, meine Güte.
Hast du zufällig was für einen Boss dabei? Oh Mann, du machst mich verrückt. Wirklich. Also, was mich auch verrückt macht, ist, dass es so hängt hier. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. So, hier in Norma schon mal. Brauchst du gar nicht runterkommen? Ich geh mal hoch. Komm mal hoch. Und ich werde gleich sterben. Wegen was denn jetzt schon wieder? Ich bin nicht mehr angegraben und verliere immer wieder Herzen. Oh, dann nimm doch mal deine Spitzhacke wieder in die Hand und grab dich da aus. Das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Da muss ich schon gleich sterben lassen. Ich hab ja genug Geld. Der jemand diesen Mitspieler austauschen gegen einen, der Bock hat. Oh Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Das glaube ich alles nicht. Der Schunkler hast immer dein halbes Gold verlierst, wenn du da irgendwo stirbst. Das, nimm doch die Spitzhacke, du gräbst dich doch sonst überall durch diesen Maulwurf. Oh, ich brauche einen neuen Mitspieler. Ich kann ihn nicht zur Hand. Dann. Ich ihn zur Hand habe, bin ich schon längst gestorben. Ich merke schon. Ich habe schon gemerkt. So. Hier hatten wir Schmetterlinge gefangen. Ich krieg das nicht hin. Also hier in der Welt finde ich auch keinen Dschungel. Weißt du, wo der Dschungel ist? Ja, der kommt wieder. Oh. Hier haben wir mal ein kleines bisschen was. Na, das ist ja toll. Top. Top toll. Nennt man das. Hier geht's. Wir machen jetzt richtig alles voller Pilz. Ja, dann wird das nämlich, wenn wir nächstes Mal hier rauskommen, wird der Wurm hier in so sein. Das wäre cool, nicht? Wenn es alles geht, dann nochmal hin und kauf Neues. Genau, guck mal, jetzt haben wir hier alles erstmal dafür vorbereitet hier. Komm hoch da. So. Eine riesige Pilzwelt machen wir hier. Wird einfach alles blau. Du kannst ja schon mal mit deinem Kescher hier durchlaufen, ja? Für nee, den das kannst du machen. Ich gehe hier nicht mit dem Kescher durch. Das gefällt mir nicht so. Aha. Es gefällt dem Herrn nicht so. Ich beschütze dich lieber, was mir gebessert ist. Okay, so. So, jetzt hat es da 8 Minuten Zeit und. Jetzt haben wir hier also erstmal definitiv eine riesige Pilzwelt. Hier, das geht noch weiter und dann ist Schluss. Hier geht's nicht mehr. Doch, hier geht's immer noch. Das ist aber dann gut gewesen. So. Gut, da oben fliegst du rum. Okay. Und jetzt laufen wir hier mit dem Kescher durch. An der Oberfläche lang. Einfach lang rennen. Lang rennen und ich gucke. Und ich beschütze. Glühender Pilz, Pilzgrassaat. Ich beschütze dich. Das machst du. Gut. Eine Kupfermünze. Mondscheinsaat. Jetzt sind wir wieder voll wahrscheinlich. Er ist halt unfassbar selten, dieser Wurm, ja. Muss man dazu sagen, den findest du nicht einfach so. Ja, man